Der Anne-Klein-Preis war für uns ein ganz großes Geschenk, denn wir als Femnet konnten dadurch unsere Arbeit ausweiten und wir haben auch politisch auf diese Weise mehr Kontakte entwickeln können und auch eine stärkere Vernetzung dadurch erreicht. Die Corona-Krise hat auch ganz besonders die Näherinnen in Bangladesch und Indien getroffen und wir haben daraufhin einen Hilfsfonds geschaffen, mit dem wir auch viele Spenden generieren konnten und die Frauen vor Ort unterstützen konnten mit Nahrungsmitteln und mit dem, was sie wirklich brauchen. Wir haben eine Überproduktion an Kleidung und weiter zu produzieren ist einfach sinnlos. Wir brauchen ein anderes Wirtschaftsmodell, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.